Ich heile deine Pokémon. Ja, könnt ihr euch noch an diesen Song erinnern von Suishomaru und Co. Das war bei diesem Swigetter da. Und ich weiß nicht, bin ich zu nah dran? Bin ich zu nah dran? Ne, so ist es perfekt. So ist es perfekt und nicht anders. Wir haben im letzten Part den 15. Orden geholt. Beziehungsweise den 7. nach Kanto-Rechnung. Und bevor wir jetzt praktisch in die letzte Arena gehen, machen wir folgendes, wir besuchen die Seeschauminseln. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich das jetzt mache, nur weil ich die Trainer besiegen möchte. Ja, denn es gibt hier ein legendäres Pokémon, das möchte ich allerdings erst später holen, als geplant. Wer hätte es gedacht? Und leider musste sich hier Trainer einschleichen, soweit ich weiß, geht es hier nicht weiter, weil Route 16... Also ich sehe da zwar aktuell nur Wasser, aber gut, wenn da nichts ist, dann ist da nichts. So, Seeschauminseln. Nein, wir gehen da nicht hoch, da ging es zur Arena, da geht's runter, warum auch immer da eine Treppe ist. Frag mich doch nicht solche Sachen. Diesmal weiß ich, wie man das richtig bewegt, und zwar so hin, und dann können wir hier durch. Hier lässt sich noch nichts machen. Oh Gott, es sieht alles so scheiße kompliziert aus, wenn ihr mich fragt. Aber ja, da ist dieser eine Wasserstein. Cool, dann haben wir den Wasserstein. Ist schon mal geil. Ja, so, da wissen wir jetzt, wo die Leiter hinging. Sehr schön. Auch hier kann ich natürlich nicht garantieren, dass wir alle Items finden. Das ist manchmal ein bisschen zu kompliziert. Ne, ich will erstmal schauen, wo es da lang geht. Entschuldigung, Leute, ich muss mich gerade selber zusammenreißen. Weil ich das nicht glauben kann, dass diese blöde Höhle wieder so scheiß lang ist. Und wird Trainer voll. Also da gab es doch früher keine Trainer drin. Da hat man es im Mondberg und im Felstunnel entfernt. Gut, ich kann ja nichts bewegen, toll. Spitze gemacht. So, und da wären wir auch schon bald auf der anderen Seite. Es gibt ja natürlich noch viel mehr zu machen. Aber nur um euch zu demonstrieren, das ist der andere Eingang. Seeschauminseln, wer hat's gedacht. Ich bin ein Genie. Aber ehrlich, die können doch nicht eine komplette Route einprogrammiert haben, nur damit man sie da nicht betreten kann. Also, irgendwas kommt mir da fremd vor. Finde den Fehler in diesem Bild. So, jetzt haben wir auch die Dinge, die wir für die Alfruinen brauchen. Ich weiß, der Name ist witzig, lacht ruhig drüber. Aber wenn es halt nun mal so heißen, sag mal, da muss es doch wirklich lang gehen. Das sieht doch sowas von verdächtig aus. Das sag ich doch. Da geht's irgendwo zur Route 19. Weil hier nämlich wieder dumme Trainer sind, die meinen, sie könnten es besser. Und das war schon immer ein schlechtes Zeichen. Wie macht der Wolf? Noob, Noob, nee. Wie macht der Zug? Noob, Noob heißt es immer noch. Also mir fällt gerade nichts ein, was ich sagen soll. Ich hasse es. Like a hole is in my brain. Ja, Schwimmer vor allen Dingen, wie der aussieht. Ich meine, da müsste doch normalerweise komplett im Wasser drin sein, aber nein. Muss ich mal geschwind nachschauen. Okay, jetzt haben wir einen Trainer übersprungen, da muss ich wieder zurück. Ich wollte geschwind schauen, ob das wirklich war, dass es Route 19 nicht mehr gibt. Das kann doch nicht sein.
dass man eine komplette Route hier auf eine Karte zeichnet. Und ich meine, wenn sie weg ist, dann würde man sie ja nicht mehr einzeichnen. Oder ist es etwa keine aktuelle Karte, die ich da in meinem System drin habe? Dann möchte ich aber gerne ein System-Update durchführen lassen. Oder ein Software-Update, nennt wie ihr es wollt. Firmware-Update. Like ever the hell you want. Und weiterfahren. Ja, was heißt denn weiterfahren? Weiter segeln. Achso, wir müssen ja nochmal zurück, weil wir da eine blöde Trainerin vergessen haben. Es kann sein, dass wir jetzt eigentlich rübergefahren sind auf die nächste Route. Tatsächlich, Route 19. Es gibt sie noch, es gibt noch Route 19, also. Trotzdem macht es keinen Sinn. Fahren wir mal direkt ans Ufer. Das ist nach Fuxania City. Und da wird man uns, da wird unser blaues Wunder. Da wird ein blauer Blitz einschlagen. Nee, ich hab doch keine Ahnung, meine Güte, was ich da gerade laber. Das ist furchtbar. Ich hab keinen Plan, was man labert. Das ist ja furchtbar. Das glaubt ihr nicht. Ja, also, sie versuchen zwar kreative Pokémon einzusetzen, nichtsdestotrotz, vor allem das ist ja ein richtiger Thematik-Schwinker. Wir waren gerade noch in der Feuerarena drin, dann waren wir in einem Eisgebiet und jetzt sind wir plötzlich hier, wo nur Wasser-Pokémon eingesetzt werden. Also komische Welt, wenn ihr mich fragt. So, dich haben wir schon besiegt. Und was machen wir jetzt auf Route 19? Hier, wir holen uns dieses Item. Perfekt. Lake. Und weiter schwimmen. Meine Güte, das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Pokémon Rubin und Saphir, obwohl das doch eigentlich vor Pokémon Rubin und Saphir rauskam. Zumindest bei Gold und Silber war es der Fall. So. Was sagen die jetzt? Ach so, ist alles plötzlich normal oder was? Ich habe so viel geschwitzt, dass ich jetzt ein paar Runden im Wasser sicher nicht verkehrt werden. Die Planierarbeiten sind nicht fertig. Jetzt kann ich endlich wieder angeln gehen, okay? Toll. Man muss nur hinten rumschwimmen und dann ist alles gut. Ach, Dankeschön. Schönen Dank, du Arsch! Aber. Ohne Scherz. Das ist so nervtötend. Zumal die schwächsten Pokémon da vorne sind natürlich. Obwohl man ja anfangs wollte, dass man hier nicht durchgeht, weil da alles gesperrt ist und ach, schmeckt mich doch am Arsch. Schmeckt mich doch irgendwie am Arsch. Hier mit eurem Mi und Na und Mi. Macht doch alles nur kaputt. Ihr seid Kaputtmacher. Langweilig. Ja gut, mir fällt einfach nichts mehr Großartiges ein, worüber ich jetzt hier diskutieren soll.
Daher. Lass uns doch einfach mal darüber reden, wie wir das jetzt machen werden mit dem nächsten Arena-Kampf. Und zwar ist es nämlich so, ich werde zuerst mal zurückfahren, also zurück segeln, wenn man das nennen kann, oder zurücksurfen zur Seeschauminsel und da machen wir das Ganze dann. Oder da kämpfen wir noch nicht gegen den Nachbarn. Nein, dann machen wir es erst so. Wir erkunden zuerst die Seeschauminsel und fangen noch nicht dieses legendäre Pokémon, welches sich da unten verbirgt. Welches auch, glaube ich, erst kommt, nachdem man den 16. Orden hat. Hoffe ich doch zumindest. Und beim Rest schauen wir halt einfach mal weiter. Warum wehrt man immer diese Attacke ab? Ich verstehe es nicht. Ja, Igor, da hast du dich mal wieder getäuscht. So. Und der Schutz wirkt mal wieder nicht. Sehr schön. Müssen wir auch mal wieder neu kaufen. Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal machen muss, obwohl ich ja 50 Stück gekauft habe. Das war Verschwendung von Ressourcen, meine Freunde. Die kriege ich nie wieder zurück. Anatol. Wir sind ja auch fast bei einem Atoll, also daher. Seems legit. Und ich habe gerade wieder gemerkt, wie schlecht ich ohne Brille sehen kann. Wer hätte es gedacht? Ihr könnt euch theoretisch zum Pokémon Center von Fuchsania City schwimmen. So einen großen Unterschied macht das auch nicht aus. Andererseits können wir auch gerne mal unsere 1400 Items einsetzen. Ich habe nur geschwind mal was in der Formation getauscht. Sowas geht hier ab. Doppelkampf, eventuell. Ah ne, doch nicht. Warum auch immer die daneben steht. Der scheint nicht so richtig gut schwimmen zu können. Ja, wie will man auch hier bitte schön kämpfen? Ist es so eine Art biblische Erzählung? Wenn man sich das Wasser zurückweicht und dann öffnet sich ein Kampffeld, ein Schlachtfeld. Was weiß ich. Ich kann es mir nur imaginär vorstellen, daher ist es für mich persönlich eine Tortur, das zu glauben. I can't believe what I see. Okay, das hat nicht gereicht. Das wird nie und nimmer reichen. Wenn es reicht, dann drehe ich wirklich durch. Och Mann! Na warte, du kriegst noch deine rechte Bestrafung, mein Freund. Okay, eigentlich sind wir ja keine Freunde, aber irgendwie muss ich ja schon ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm eingehen. Sonst dringt jetzt noch Hass hier. Oh, jetzt kommt er mir mit Genesung. Toll. Nicht lernen. Ich brauche das nicht. Do we need this? I don't think. Hier rede ich ja gleich irgendwas von Schwächling. Na warte, ich zeige, was ein richtiger Schwächling ist. Hier ein einziges Pokémon. Das heißt eigentlich Schwächling Coward? Ne, das ist Feigling. Also es ist oftmals nicht leicht, das englische Wort für irgendwas zu finden. Haben wir dich eigentlich schon besiegt? Ja, dich haben wir besiegt. Okay.
Also Leute, ey, was gibt's denn im nächsten Part so zu bestaunen? Ja, diese tolle Höhle hier. Bis zum nächsten Mal und... Oder warte, was ist da hinten? Ich will wissen, dass es da hinten ist. Kommen wir nicht mit euren blöden Eyecatchers. Ja, das sind immer diese kleinen Szenen da. Die gab's in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir komischerweise nicht. Bei Roten Blattgrün gab's die also bei jedem Remake, außer bei Omega Rubin und Alpha Saphir. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao, halt die Ohren steif. Und entschuldige, dass ich schnell rede, aber manchmal muss ich halt nochmal schnell reden.